Also die Ausmaße sind natürlich auch entsprechend hier. Die leere Maschine wiegt ca. 50 Tonnen und wenn die dann mit dem Wasser und mit den Medien gefüllt ist, dann sind es fast das Doppelte, also so ca. 100, 105 Tonnen und das ist schon ein ordentliches Gewicht. Deswegen braucht man dann schon auch Spezialmaschinen, Spezialfirmen, die die alte Maschine jetzt hier auch aus der Flaschenfüllerei abtransportiert haben und jetzt auch die neue anliefern. Und das ist schon dann auch Millimeterarbeit, weil das muss natürlich genau so wieder hier an Ort und Stelle kommen, wie es vorher war. Die Flaschenreinigungsmaschine, so heißt es korrekt in der Bezeichnung, ist so ziemlich das größte Aggregat, Einzelaggregat, was wir in der Brauerei haben. Sie ist Bestandteil unserer Flaschenabfüllanlage und nimmt natürlich dort eine ganz wichtige Funktion ein. Sie reinigt die Flaschen, das sind ja bei uns ausschließlich Mehrwegflaschen, und zwar mit einer beachtlichen Leistung von 46.000 Flaschen in der Stunde. Die alte Maschine, die hat jetzt über 27 Jahre ihren Dienst getan und hat ja, knapp 1 Milliarde Flaschen in dieser Zeit gereinigt. Und insofern hat sie jetzt das auch verdient, hier aufs alten Teil zu kommen. Wir freuen uns, dass wir hier auch natürlich einen deutlichen Technikvorsprung jetzt auch hier bei uns im Betrieb einsetzen können. Vor allem in Bezug auf die Wasserverbräuche, die wir benötigen, um die Flaschen dann auch sauber und gut ausgespült wieder zum Flaschenfüller zu bringen und mit Bier zu befüllen. Da gehen wir davon aus, dass der Wasserverbrauch sich mindestens halbiert. Und ja, wenn ich Ihnen jetzt eine Zahl nenne, wir brauchen pro Flasche nur 160 bis 200 Milliliter Wasser, weil durch die integrierten Systeme hier auch der Wasserverbrauch und vor allen Dingen auch der Wärmeverbrauch hier deutlich minimiert ist. Und das ist natürlich auch nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen von Vorteil.